Hallo Reptilienfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sven, da oben ist Woody und wie gesagt, der Even ist in der Schule. Und wenn ihr es tatsächlich geschafft habt, Teil 1 zu überleben, um zu sehen, wie man so einen Ast baut, dann sind wir heute vielleicht bei dem interessanteren Part. Heute kommt der Einbau und das Dekorieren oder teils Dekorieren des Terrariums. Ist vielleicht ein bisschen interessanter. Ja, dann denke ich mal, viel Spaß beim Video. Ciao, ciao. Ja, dann würde ich mal versuchen, diesen selbstgebastelten Ast hier reinzupacken. So, und hoffentlich passt er. Los geht's. Gut, so, den habe ich reinbekommen. So sieht das von hier aus. Ja, ich habe mich entschieden, den so zu machen, dass er hier am Glas endet, dass er aussieht wie ein frei wachsender Ast. Schauen wir mal von hier. So sieht es von hier aus. Ja, ist alles ein bisschen eng hier. So, und wie ist hier so mein Plan? Hier vorne über diesen ganzen Gewulst, hier kommt eine Lampe drüber und vielleicht noch über diesen Part teile ich ein bisschen auf, damit man hier eine ganze Sonnenfläche hat. Ja, und da ist auch schon wieder der Varan. Ich gucke mal von innen. So sieht der jetzt aus. Denke ich mal, sieht ganz lustig aus. Weiter geht's. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen weitergemacht mit Dekorieren. Ist natürlich alles noch nicht fertig. Aber die Äste, die ich zur Verfügung hatte und die Pflanzen, die ich hier zur Verfügung hatte, habe ich schon mal eingepflanzt. Ja, lasst uns mal durchschauen. Wie gesagt, das Thema von meinem Terrarium ist ja, ich habe hier an der Seite diesen Baum, wo die Äste rauswachsen. Und ich will auch kein Kreuz und Quer haben, sondern das soll wirklich so aussehen, als ob da alles rauswächst. Und zur linken Seite hin soll es dann ja, so sein, als ob sich der Dschungel in Anführungsstrichen ein bisschen öffnet und dort dann der Wasserbereich sein. Das soll dann auch schon so ein bisschen freier sein. Ja, schauen wir mal. Hier oben, wie gesagt, der große Querast. Da oben sind jetzt schon mal die Econlux HDI Lampen 70 Watt verbaut. Die hier unten werden auch noch ausgetauscht. Da sendet mir die Firma Econlux noch die zwei neue HDI Lampen. Also die werden ausgetauscht. Ja, dann hatte ich ja hier, wie gesagt, meine Äste. Die habe ich mir jetzt so überlegt. Ich habe hier so eine Doppelkorkröhre. Hier unten dann auch die ganzen Auslässe, diese Luftauslässe verkleidet. Gucken wir mal hier hinten. Ja, da unten so eine bekannte Efeutute und so eine Monstera hier unten. Dann, ja, hier viel Pflanzen sind es noch nicht. Aber das kommt alles noch. Gehen wir mal hier rum. Hier der Teich, den baue ich jetzt auch demnächst. Ein paar Erdbeeren und Tomatenpflanzen mal so spaßeshalber hier drin. So, gucken wir mal hier rum. Ja, ich denke mal, es muss noch ein bisschen mehr Äste und noch ein paar mehr Pflanzen. Aber ich habe ja auch Zeit. Die Pflanzen können auch erstmal wachsen, bevor die Tiere reinkommen. Ja, ich denke, es ist erstmal ganz schick. Ja, das war erstmal Teil 1 mit der Deko. Weitere Updates bringe ich dann noch. Hier nochmal einen Blick von hier dann in den Bodengrund. Mittlerweile habe ich da auch weiße Asseln und Regenwürmer drin. Also das Ganze sollte hier unten noch vernünftig gereinigt werden. Ja, das war es erstmal für heute mit dem Deko Teil 1. Hauptsächlich, wie gesagt, ein schöner Ast. Ja, ich denke, das passt sich ganz gut. Ja,
Ich würde sagen, kurz mal geguckt, ja, der Even ist in der Schule. Wenn euch das Ganze, wie gesagt, gefallen hat, es werden noch eine ganze Menge Videos kommen. Ihr seht ja, es ist noch lange noch nicht fertig. Ne? Guckt oben mal auf meine Playlist. Da seht ihr Schritt für Schritt alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Klickt auf den Subscribe-Button und auf die Glocke. Dann verpasst ihr auch die weiteren Videos nicht. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Ja, wenn ich mal gucke, irgendwie 85% der Leute, die hier zuschauen, regelmäßig sind keine Abonnenten, nur 15 Leute abonnieren. Finde ich ein bisschen schade. Denkt drüber nach, drückt die Glocken, drückt die Buttons. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao!